Ist er, eure Mail-Mutzi mit einer neuen Folge Feelgood Podcast Solo. Und ich bin wahrscheinlich noch nicht mal ganz wach. Und trotzdem nehme ich den jetzt hier auf, nur für euch. Weil diese Woche kein Gast, sondern nur ich nächste Woche wieder Gast / Gästin. Und ich habe gute News. Also für mich sind es gute News. Es ist ja eigentlich immer so, wenn jemand gute News verkündet, dann muss man immer überlegen, für wen sind das jetzt gute News. Yeah? Also ich habe dir gute News. Danach sollte es ja gute News sein für die Person gegenüber. Ja? Wenn man sagt, ich habe gute News, dann ist es meistens auf einem selber bezogen. Und darum habe ich nicht euch gute News. Also ich habe nicht grundsätzlich euch allen gute News, sondern ich habe gute News für mich. Und wahrscheinlich noch ein paar Mutzis, ja? Das ist, glaube ich, so die richtige Formulierung für das. Ich habe gute News für mich und für ein paar Mutzis. Meine Solo-Tour ist im Vorverkauf. Also, fast. Fast alle Termine. Also, die meisten Termine, die wir gefixt haben, sind jetzt online. Nicht ganz alle, aber die meisten. Und das ist schon recht viel. Und drum sind das gute News. Für mich. Und vielleicht für die Mutzis. Oder ein paar Mutzis. Also ernsthaft. Es sind jetzt, ich weiß gar nicht wie viel, aber wirklich die meisten Termine sind online. Und was heißt online? Das heißt, man kann schon Tickets kaufen. Und für mein persönliches Ego, aber auch für mein kreatives Hirn, für den Druck, den ich mir mache, ist es umso geiler, je mehr Tickets schon weg sind, bevor dann die Show ist. Macht Sinn, oder? Vor allem während Covid haben wir so tolle Shows gehabt, wo man wirklich gesagt hat, wie viel sind im Vorverkauf? 3, okay. Ja, machen wir die Show. Ja, wir machen sie. Und dann kommst du auch und am Schluss sind es irgendwie 45 Leute. Und das ist toll, so Kurzfristigkeit. Das ist aber auch ein bisschen schwierig, weil man weiß ja dann effektiv nicht, wie viele Leute kommen oder nicht einmal öppe. Also, ich labere mir da um Kopf und Kragen, zum eigentlich nur sagen, auf meiner Webseite joelvonmutzenbecher.ch hat es Tourtermin für das neue Solo Zero. Ja? Und das kommt auch langsam in Form sozusagen. Ich merke, wie es schon ein paar sehr gute Momente gibt, wo ich in das Programm will rein tue und so neues Material gedeiht. Und wir haben wirklich einen tollen Tourplan. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Orte dabei, wo somit die ganze Deutschschweiz einigermaßen abdeckt ist. Also man, vielleicht nicht gerade vor der Haustüre, aber man kann zumindest zu der Haustüre, wo es ist, ohne dass man irgendwie einen dreistündigen Trip muss auf sich nehmen. Und das ist ja zum Teil gar nicht so einfach. Es gibt ganz viele Orte, wo nicht einem wann allzu oft buchen. Und ich verstand das auch. Auf der anderen Seite gibt es halt immer wieder ein Programm und man würde es gerne halt auch immer wieder an den verschiedenen Orten spielen. Darum wechselt dann zum Teil im Ort die Location und so weiter und so fort. Also, auf meiner Webseite joelvonmutzenbecher.ch sind die meisten Tourtermine da oben. Jetzt, wo ich das gerade aufnehme, ist Zürich gerade noch im Hintergrund am, wie nennt man das, sich aufbauen, dass es dann online kann gehen. Und das wird aber ein, zwei Tage gehen. Also ich nehme an, bis der Pod draußen ist, wird das auch schon online sein. Und darum geht auf die Webseite, kauft Tickets, kommt vorbei, es würde mich wahnsinnig freuen.
falls Ort nicht dort ist, wo ihr gerne würdet sehen, damit ihr findet, also alles andere wäre mir gleich zu weit, dann gebt bitte Bescheid. Das hilft wahnsinnig fest. Das hilft mir einerseits für die Planung, es hilft aber auch zum Teil für eben die Orte, dass man weiss, aha, dort gibt es Leute, die das sehen wollen. Also gebt unbedingt Bescheid, wenn das so war. www. Hat nicht mal der Typ, der die Internetadresse erfunden hat, hat doch einen Doppelpunkt, was ist Doppelpunkt? Backslash oder irgend sowas. Hat er ja noch drin gemacht und hat er mal zugegeben, ich meinte, er hat mal zugegeben, dass er das zum Spaß gemacht hat und dann irgendwann gemerkt hat, so oft ist etwas ausgedruckt worden und man hat einfach für nichts hat man Doppelpunkt und zwei Backslashes auch noch gedruckt. Und jetzt geht Waldsgrund, ja. Also wenn ich ihn war, ich würde die ganze Schuld auf mich schieben. Okay, www.joelvonmutzenbecher.ch. Dort sind alle Tourtermine drauf, die schon online sind. Ja, das kann ich euch garantieren. Und wenn du schreiben willst, dann mach das auf podcast@joelvonmutzenbecher.ch. Also könnt der zweite Teil von der Webseite nehmen. Und podcast at vorne dran tun. Dort haben auch übrigens drei Mails sonst mir erreicht, die ich nachher noch vorlesen werde. Ich habe sie noch nicht gelesen, ich habe nur gesehen, dass es drei Mails sind. Ich habe noch nicht mal den Laptop da. Okay, ich nehme mal einen Schluck Kaffee. Und ich habe das Gefühl, gerade heute kriegt ihr einen guten Einblick in mein Hirn, wo ich glaube, noch nicht ganz da ist. Es ist noch so ein bisschen am sich formen für den Tag. Aber hey, so ist es. Meine Freundin nennt das den Morgenschuhl. Ich glaube, es ist recht, zum Teil recht anstrengend, mit dem zu reden. Und oft weiß er nicht mehr. Das ist einfach gut. Ich habe früher ganze Telefongespräche gehabt mit meiner Mutter, wo ich so frisch ausgezogen bin. Und ich glaube, das ist ja normal, dass wenn man auszieht, dass dann die Eltern, also in dem Fall meine Mutter, hauptsächlich das Gefühl hatte, oh, man muss ja aber schon ein bisschen schauen auf den Bub. Dann hat sie mir zum Teil angerufen zu Zeiten, wo ich definitiv nicht erreichbar gesehen bin mental. Aber anscheinend habe ich trotzdem mit dem Handy, wo ich sehr, sehr ungesund gerade neben meinem Kopf irgendwie hatte, oder auf meinem Kopf, habe ich abgenommen. Und wir hatten ganze Gespräche gehabt, ja. Halbe Stunde und ich habe nichts mehr gewusst danach. Okay, aber das einfach mal so zur Ankündigung, dass meine Solo-Tour jetzt so ziemlich online ist. Und wir haben aber auch sonst ein paar schöne Shows gehabt, wo ich an dieser Stelle schnell möchte erwähnen, wo einerseits sehr Spass gemacht haben, andererseits, ich glaube, wirklich geil gewesen sind. Also es hat nicht nur für mich Spass gemacht, sondern ich glaube auch für die Leute. Und das ist ja das Ziel, das ist das Schönste an diesem Beruf. Und eine Show möchte ich erwähnen, was ich wirklich, man muss oft Jo sagen für Sachen, wo man irgendwie hat man das Gefühl, das könnte. Man weiß es noch nicht, aber es könnte gut kommen. Es gibt Sachen, da weiß man, das kommt sicher nicht gut. Da muss man Nein sagen, außer der Preis sagt jo. Und dann gibt es Shows wie zum Beispiel am Sonntag um 11 Uhr am Morgen in einer Bibliothek. Das ist so eine Anfrage, die ich gekriegt habe vor ein paar Monaten. Und ich habe mit denen, sprich mit ihr, Andrea heisst sie, mit ihr habe ich telefoniert und sie hat mir erklärt, das tönt alles ein bisschen komisch, aber es kommt gut. Und ich so, okay, dann machen wir das. In der Stadtbibliothek Burgdorf habe ich am Sonntag um 11 Uhr am Morgen Auftritt gehabt. Und ich fahre so da hin, um 10 Uhr und ich denke so, was mache ich da? Übrigens ein Gedanke, den man wahnsinnig oft hat in der Comedy.
Und ich stelle mein kleines Böckchen auf. Sprich, es ist nicht einmal meins gesehen, sondern das vom Kollegen Sven Ivanic, weil ich meins geschlossen habe zu Basel. Und ich bin in Zürich gesehen. Danach habe ich gefunden, ich rufe Sven an. Hast du mir vielleicht deine Boxen, die ich auslehnen kann? Und er so, oh, die habe ich seit 2 Wochen in einem Restaurant liegen lassen. Ich muss die dort noch holen. Und dann haben wir die zusammengeholt. Und jetzt, 2 Wochen später, ist sie immer noch in meinem Auto. Also die Prokrastination von Comedians, die hilft tatsächlich. Oft lösen sich Probleme von allein. Wie im Fall von Sven. Er ist gerade noch Krücke. hat er gefunden, das pressiert jetzt nicht so, das zu holen. Und tatsächlich hat es nicht pressiert, weil irgendwann Leute den anderen Trottel an und sagen, hey, ich brauche die Böchsli. Also holen wir es zusammen. Also, dann habe ich das dort aufgestellt und also gedacht, ja, bin jetzt wirklich gespannt, wie das wird. Und dann hat kommt so 10 Minuten vorher, kommt Andrea und sagt, es kommt gut. Wir haben alle Plätze schon besetzt und wir haben auf der Seite noch einen Stuhl aufstellen. Und es sind jetzt auch nicht, ich sage jetzt, nur Junge gekommen. Es sind auch Junge gekommen. Sie hat gesagt, es sind viele Leute gekommen, die irgendwie noch nie dort gesehen sind. Weil sonst ist das so alle Vierteljahr und es hat sich so ein bisschen etabliert. Und das ist eigentlich bei jeder guten Comedy-Show, merkst du immer, wenn es sich etabliert hat, wenn wirklich die Leute wissen, was da passiert, dann kann es fast nicht schief kommen. Und es ist mega geil gewesen. Richtig, richtig geil. Ich habe Spass gehabt, die Leute haben Spass gehabt. Und dann habe ich dort schnell, was habe ich gemacht? In 50 Minuten. So wie ein Kurz-Solo. Und ich habe ein bisschen zusammengesetzt, ein bisschen altes Zeug, ein bisschen neues Zeug gesetzt, wo ich so am halbwegs testen bin oder zum Teil schon genug getestet ist. Und darum, vielen, vielen Dank. Burgdorf ist zum Beispiel ein von diesen Orten, da haben wir noch keinen Solo-Termin. Probiere es, wir sind dran. War ganz toll. Und ja, gibt aber sonst eben noch Shows in der Nähe. Aber wenn jetzt zum Beispiel ganz viele Leute von Burgdorf zuhören und sagen, komm auf Burgdorf, schreibt mir das, dann kann man das wieder mit eventuellen Veranstaltern anschauen und sagen, schau mal, 2 Leute wollen, dass ich auf Burgdorf komme. Es wäre doch eine Schande, wenn ich nicht in Burgdorf würde spielen. So, und was wir auch noch gehabt haben, eins von meinen Babys, Swiss Comedy Night in Basel, im Stadtcasino. Swiss Comedy Night haben wir im 2017 zum ersten Mal durchgeführt, damals noch mit 10 Comedians. Das haben wir bis letztes Jahr so gemacht, 10 Comedians an einem oben. Und das ist immer schon, also ein von meinen Träumen gesehen, so in richtig geilen, grossen Locations zu spielen. Und Solo ist das eine. Das war natürlich nochmal andere Traum sozusagen, aber schon nur, dass man kann in so einer Location spielen, wie zum Beispiel das Stadtcasino, ist eben ein absoluter Traum. Vor allem, seit es umgebaut worden ist von Herzog und Dömeron. Es ist so ein schöner Saal. Es ist einer der schönsten Säle weltweit, meiner Meinung nach. Und wir haben eine Bombe-Line-Up gehabt diesmal mit Büssi, Zuccolini, Tamara Cantieni, Rob Spence und Rolf Schmid. Und ich glaube, dort auch für alle Beteiligten richtig, richtig geil. Wir haben etwa 600 Leute gehabt. Es hat noch ein bisschen Platz. Wir hoffen, dass wir das auch noch hinkriegen. Dass wir das Ding so richtig, richtig bis auf den letzten Platz füllen. Ist aber jetzt, vor allem nach Covid, immer noch so ein bisschen im Aufbau. Aber auch dort, die Leute, die gekommen sind, ein paar sind schon gekommen, ein paar sind zum ersten Mal gekommen, aber es ist trotzdem ein etabliertes Event. Und wir haben letztes Jahr, haben wir das erste Mal im Stadtcasino gespielt, haben noch so ein paar Kinderkrankete, könnte man sagen, haben wir noch gehabt, wo wir jetzt komplett ausgemerzt haben. Also es ist von A bis Z, alles hat funktioniert, außer ein Mikrofon, das vom Rolf im Soundcheck, kein Problem, während der Show, kommt auf die Bühne, macht so, dass die Leute sogar das Gefühl haben, es gehört dazu.
Und es hätte aber, glaube ich, für sie Auftritt, hätte es, glaube ich, nicht geschadet, sondern eher im Gegenteil, wo wir es dann repariert haben, sozusagen, neues Mikrofon schnell an sie Headset-Sender da, ist es auf einmal gelaufen. Wie blöd. Nicht nur das Mikrofon, sondern irgendwie die Panne hat gerade nochmal die Stimmung ein Level weiter rauf da. Was immer lustig ist. Also man müsste eigentlich noch öfters Panne planen. Und darum, vielen, vielen Dank allen, die etwas mit dieser Show zu tun haben im Background. Und vielen, vielen Dank allen Menschen, die gekommen sind. Freut mich wirklich, wirklich sehr. Es ist eine abartig geile Show gewesen. Und hat Spaß gemacht. Hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Mit dem Rolf Schmidt spiele ich den ganzen Juni übrigens auch in Chur. Dort darf ich sozusagen sein Support sein. Mache so eine Doppelshow. Und mit einem guten Dreigänger und irgendwie der Rolf kocht noch zusammen mit einem sehr, sehr guten Koch. Also der Rolf ist ein sehr, sehr guter Koch. Also wird auf jeden Fall spaßig. So, ich nehme nochmal einen Schluck Kaffee. Dann muss ich wahrscheinlich mal meine Nase putzen. Der Heuschnupfen ist am Start. Einen Moment. Ich komme jetzt weg. Und jetzt muss ich da schnell zu meinem Laptop für Mails, die ihr geschrieben habt. Wo die geschrieben haben. Han. Und zwar. Wollen wir mal schauen, was da so reingekommen ist. So. Das hätte ich natürlich ein bisschen besser können planen, aber ich bin auf der anderen gesessen auf Aufnehmen und da habe ich gemerkt, aha, ah, ich hätte mich ja noch können einloggen ins Podcast-Mail. Puh. Jetzt müsste ich ins Internet noch gehen. Es ist immer etwas. Man hat das Gefühl, es ist immer etwas. Come on, come on. Die Spannung steigt. Es ist fast nicht auszuhalten, wie spannend das ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ladet nicht. Come on. So, jetzt haben wir es geschafft. Alright. Und zwar ist das erste Mail von einer alten Bekannten, also nicht alt, sondern lang, also nicht sie selber, einfach. Ihr wisst, was ich meine. So. Daten werden geladen. Es ist nur eine Mail. Okay. Und zwar von der Isabel. Live-Erlebnisse und Wünsche für Podcast-Gäste. Ah, das Mail ist ja schon ein bisschen länger her. Irgendwann habe ich mal gesagt, gern Bescheid. Lieber Joel, da wird einem ganz warm ums Herz, wenn du dich um uns Mutzis sorgst und nur für uns einen Podcast aufnimmst, um dich zu melden. Ich habe dein jetziges Solo dreimal live gesehen. Horgen, Baden, Zürich. Wirklich Hotspots. Hotspots Horgen und Bade und Zürich. Und vor ein paar Tagen noch dein Showcase im Fernsehen. Seit ich das erste Mal ein abendfüllendes Programm live gesehen habe, finde ich, dass man Live-Erlebnisse nicht durch Fernsehübertragungen ersetzen kann. Absolut deiner Meinung, ja. Auch wenn es dasselbe Programm war, live waren es drei unterschiedliche Abende, die jedes Mal einzigartig und für sich wundervoll waren. Vielen Dank für solch unvergessliche Abende.
Ja, danke dir. Dass etwa dreimal ein Solo kommt, schauen, ist nicht selbstverständlich. Aber es zeigt einem dann eben, dass der Rahmen, das Solo, ist plus minus immer das Gleiche. Aber was halt in dem alles noch passiert, ist schon immer etwas Neues. Darum, ein kleiner Seitenweg, wo wir jetzt gehen, vergleiche ich Stand-Up-Comedy so gern mit Jazz. Weil bei Jazz hast du auch ein Grundthema und dazwischen kann aber ganz viel anders passieren, was wirklich einzigartig ist. Ja. Ich bin immer fasziniert, wenn ich dann so ein bisschen abnerd im Jazz-Bereich, obwohl ich keine Ahnung habe von dem Ganzen, aber ich mich dann so ein bisschen damit probiert zu befassen und dann irgendwie von einem Song, ja, verschiedene Takes los. Es gibt manchmal dann irgendwie so Special Edition, dann hast du vom gleichen Song noch Take 15 und Take 3 und so Sachen. Und du merkst, wie es wirklich eine andere Grundstimmung kriegt, obwohl die Grundmelodie, das Grundthema immer gleich ist. Okay. Daran erkennt man den Meister auf der Bühne. Egal wie das Publikum ist, du kannst dich ziemlich schnell darauf einlassen und das Programm so gestalten, dass es ein vergnüglicher Abend für dich und für die Zuschauer wird. Yes, danke vielmals. Also nicht der Meister, sondern ich probiere sehr fest, mich auf den Raum und Menschen dort einzulassen. Ich bin immer vorsichtig mit Forderungen stellen. Du hast immer sehr gute Gäste eingeladen und machst es sehr gut. Danke. Die fertigen Podcasts sind eine Bereicherung, weil es vielfach ziemlich tief geht und selbst zum Denken veranlassen. Wenn du aber nach unseren Wünschen gefragt hast, ich würde gerne mal Michel Gammenthaler, Erwin aus der Schweiz, also der Marc Haller, Massimo Rocchi und Odo Lapsus, Peter Winkler-Peyer und Christian Hörner im Podcast hören. Ich habe schon auf deiner Webseite ein paar Daten für das nächste Solo Zero gesehen. Ich warte nur noch auf die Termine in Zürich, dann werde ich gleich buchen. Super. Zürich, eben, jetzt denn gerade. Vielleicht ist es schon da oben, ich muss nachher nochmal schauen. Freue mich riesig auf all die schönen Events, die wieder wie im 2019 kommen und mich positiv auf die Zukunft schauen lassen. Wünsche dir eine gelungene Derniere in Basel. Eine kleine Frage zum Schluss. Wie war das gemeint, dass du das letzte Mal im Hapse sein wirst? Ganz liebe Grüße, Isabel. Also an der Stelle, danke für den Wunsch. Namensvorschläge für den Pod, wo alle Menschen, die du gesagt hast, bei mir auf der Liste sind. Zum Teil haben wir noch keinen Termin gefunden, zum Teil warten wir noch auf den richtigen Termin, aber ich bin zuversichtlich, dass alle die Leute irgendwann auch im Podcast werden sein. Und zu der Frage, dass das letzte Mal im Herbst gesehen ist, ist eigentlich sehr einfach. Ich spiele ab Herbst zu Basel im Theater Fauteuil. Also am Spalenberg. Fauteuil und Taburettli sind zwei Theater im gleichen Haus. Das Fauteuil ist unten, ein bisschen grösser, das Taburettli ist oben, ein bisschen kleiner, dafür mit Tischli und Konsumation. Und es ist eigentlich ein Kindheitstraum von mir. Es klingt immer so blöd, aber es ist tatsächlich so. Sorry. Nämlich bin ich als wirklich Kind, bin ich dort irgendwie Märchen schon geschaut und mein Vater hat eine Zeit lang wirklich gerade oben am Spalenberg gewohnt. Das heisst, wir sind immer wieder sind wir dort den Spalenberg drauf an diesem Theater vorbeigelaufen und ich habe dort immer die Plakate gesehen, oft mit Leuten, die ich irgendwie bewundere und ab dem Moment, wo ich mich wirklich anfangen habe für Theater und Stand-up interessieren, habe ich dann auch gewusst, ich will ja einerseits mein großer Traum, ein Soloprogramm, und andererseits ist der Traum gesehen, wenn ich dann mal eins habe, dann will ich das hier spielen. Und jetzt mit dem 6. nach 10 Jahren kann ich das machen. Und darum bin ich ab Herbst dort und freue mich wahnsinnig. Ja. Wirklich, ich habe immer so kindliche Freudengefühl, wenn ich eben schon nur dort in der Nähe bin und irgendwie dort durch den Gang laufe in den Innenhof und dann nachher in das Haus rein. Und alle die Leute, die ich dort schon gesehen habe, eben seit ich mich für das interessiere und alle die Leute, die ich bewundere,
wo dort auftreten sind. Und dann denke ich so, ja, jetzt will ich auch dort sein. Es ist wirklich, wirklich schön. So, nächste E-Mail. auch altbekannt, Laura, Antwort 17.03. Hey Joel, erstens danke für die Folge aus dem Auto, besser als nichts. Das ist so. Zweitens, siehst du die Kommentare von Spotify? Die Funktion ist neu, oder? Muss ich ehrlich sein? Irgendjemand hat mir das schon mal erzählt. Ich habe bis jetzt noch nicht gefunden, wo ich das sehe. Aber ich glaube, ich müsste mich mal als der, wie nennt man das? Podcast-Host, müsste ich mich mal in das spezielle Spotify for Podcasters, müsste ich mich mal einloggen. Vielleicht sehe ich es dort. Drittens, Vorschlag für einen neuen Gast. Wobei ich enorm Fan bin, wenn etwa 2, 3, 4 Mal kommt, was auch eh noch ein paar Mal wird passieren. Kajayana. Ja, das ist ein ziemlich grosser Name. Und war natürlich sensationell. Wir sind auf jeden Fall dran. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Und viertens, kommen noch mehr Daten für deine Zero-Tour? Mir jetzt fast aus den Schuhen gehauen, wo ich gesehen habe, dass du erst Februar 2024 in Dubai wieder bist. Klammere klar im Oktober als Moderator, aber das zählt jetzt nicht. Alles Liebe. Yes, also auch das Mail ist ja schon ein bisschen länger her und ich kann sagen, seitdem sind ja nochmal mehr Daten online gekommen. Und darum werde ich trotzdem erst im Februar in der Dubai sein. Aber richtig, im Herbst haben wir noch die Mixshow, wo ich darf moderieren und organisieren und da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Und jetzt haben wir noch eine E-Mail. Und ich glaube, das ist etwas Neues. Danke und Gästewunsch. Hallo Joel. Als erstes mal vielen herzlichen Dank für die Podcast. Ich bin zwar erst vor kurzem drauf gestoßen, aber hast mir schon viele unterhaltende Stunden bereitet. Über Lachanfall ganz für mich allein, bis hin zu sehr inspirierenden Gedanken, Anregungen oder einfach nur das Kennenlernen von neuen Leuten, ist einfach alles dabei. Das ist schön. Es ist immer eine Freude, dir zuzuhören. Mein Konsumverhalten von deinem Podcast ist aber, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad auch ein bisschen Eskapismus, aber meiner Meinung nach auf eine gesunde Art. Ich bin mich gerade sehr fest mit dir und meiner Arbeit am Auseinandersetzen und dabei sind deine Gespräche mit deinen Gästen, aber vor allem deine gesunde Einstellung in vielen Belangen sehr unterstützend. Zum kurzen Einblick geben, was mich gerade so beschäftigt. Ich liebe meinen Beruf über alles, aber in den letzten 2 bis 3 Jahren hat sich vieles ganz schleichend verändert durch einen neuen Beruf und zwar nicht durch einen neuen Chef und zwar nicht in eine Richtung, die mir gefällt. Ich habe darum müssen merken, dass trotz meiner grossen Liebe zu meinem Beruf Setting drumherum auch ein grosser Teil von einem zufriedenen Alltag ist. Um es kurz zu fassen, ich weiss unterdessen, dass ich für mich etwas ändern muss, aber ich weiss noch nicht, was und in welcher Form, sodass ich trotzdem meiner Leidenschaft nachgehen kann. Ich weiss nicht, ob die und die anderen Mutzis meine privaten Struggles interessieren, aber was ich damit habe, zum Ausdruck bringen ist, dass die Podcast nicht einfach nur zur Unterhaltung dient, sondern mich so gepackt hat, weil ich eine Unterstützung in meiner momentanen Lebenslage drin finde. Darum so einen langen Text für einfach ein riesengroßes Dankeschön. Das freut mich mega und berührt mich ein bisschen, weil das sind so, das klingt so blöd, aber das sind ja eigentlich die schönsten Feedbacks, die man kann kriegen kann. Dass irgendwie, klar, Unterhaltung ist eine und wenn dort aber noch eine andere Ebene dazukommt, dann freut mich das wirklich, wirklich sehr. Und es tut mir mega leid, dass irgendwie in deinem Traum von Beruf sich die Sachen so verändern, dass du das jetzt vielleicht musst anpassen. Und ich weiß nicht, in welchem Stadium du jetzt bist von dieser Anpassung, der Änderung, weil du gesagt hast, du weißt ja noch nicht genau wie. Und ich muss ganz ehrlich sein, das kann ich auch nachvollziehen. Also bei uns ist nicht nur wegen Covid die ganze Comedy-Szene und auch der Beruf immer im Wandel. Und dort merkt man dann halt auch selber,
so, aha, oh, das ist jetzt nicht mehr so wie noch vor 5 Jahren. Und das hat sich auch verändert. Und es ist immer die Frage, wie toll das ist, ja, wie toll man das findet. Was mir aber immer hilft, ist, es klingt so blöd, aber was wären die Alternativen? Ja, ne? Mit dem Deville habe ich es mal im Podcast davor gehabt, wo er auch gefunden hat, er wünschte sich manchmal, er wäre Fernfahrer. Und ich habe jetzt gerade kürzlich kann ich im Fernsehen habe ich irgendwie so eine Sendung gesehen, so irgendwie eben so Fernfahrer, innen vor allem. Ich glaube auf 3 Plus gesehen. Und da der Schweizer Bezug und so. Und dann hat meine Freundin und ich, wir haben dann irgendwie so eine halbe Stunde haben wir's geschaut. Und wir haben beide gefunden, das ist irgendwie schon geil. So mit den beweglichen Sitz. Und dann hat er geschafft, dort rein und dann fahrst du irgendwie stundenlang. Die eine hat nur ihren Hund dabei. Dann denkst du, ja, das sieht friedlich aus. Aber eben, die Frage ist dann wirklich nach der Alternative. Und bei mir ist es, ich darf meinen Traum als Beruf ausüben. Und schon nur das, eben, das hat mir einmal geholfen, wo mein damaliger Manager mir das gesagt hat, als ich so ein bisschen Krise hatte. Und er gesagt hat, das erste Mal, du lebst von dem. Und das habe ich wie vergessen in dem Ganzen. Und darum rede ich immer von der Alternative, was so blöd klingt. Ich vergleiche es nur mit all den Sachen, die ich sonst bis jetzt gemacht habe. Und merke dann so, okay, der beste Tag, den ich in einem anderen Job hatte, war wirklich nicht so geil gewesen, wie ein schlechter Tag oder der schlechteste jetzt in der Comedy. Und es gibt immer wieder so Phasen, wo man irgendwie eben so rumschaut und denkt, ah, ist das wirklich noch das, was ich will? Und dann denkt man ein paar Jahre zurück und denkt so, doch, die Person hat das wahnsinnig gewählt. Es muss trotzdem natürlich für einen stimmen. Also ich will dir jetzt überhaupt nicht sagen, bleib auf deinem Job, sondern wie alles im Leben gibt es Veränderungen und man muss dann schauen, wie man mit denen zu Schlag kommt. Und oft hilft mir, für was auch immer, eine Akzeptanz zu finden. Es bringt nichts zu sagen, aber ich hätte lieber, dass es so wäre. Wenn man es ändern kann und merkt, das war wirklich besser, dann muss man es unbedingt verändern. Wenn man es selber nicht verändern kann, dann hilft es, dass man es akzeptiert. Und es ist sehr oft so, dass sich irgendwie eben durch äußere Umstände etwas verändert. In dem Fall zum Beispiel ein neuer Chef und es geht nicht in die Richtung, die dir gefällt. Ja. Das heisst, ist es schon dort, wo es dir nicht gefällt, oder merkst du einfach, es könnte dort hingehen, wo es dir nicht gefällt? Gibt es eine Möglichkeit, dass du deine Leidenschaft anders weitig kannst ausüben? Wenn ja, dann probier das. Kannst du dort innerhalb etwas verändern? Dann probier das. Viel mehr kann ich jetzt gar nicht dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ob du mich rot gefragt hast. Mein absolut wertloser Rot. Aber ich schätze sehr, dass du das mit uns geteilt hast. Und ich lese jetzt einfach noch den Rest von dem Ganzen. Hm? Trotzdem, dass du mir bis jetzt schon so viel gegeben hast, egal mit welchem Gast, habe ich einen Gästewunsch. Zwar würde ich mich riesig freuen, wenn du mal könntest, den Nikita Miller einladen. Er ist einer von meinen Lieblingscomedians und würde, soweit ich das beurteilen darf, sehr gut in die Podcast passen. Absolut. Der Nikita, ich kenne ihn nicht gut. Ich habe 2 oder 3 Auftritte mit ihm gehabt. 2 sicher. Ja. Einmal in Stuttgart und einmal eine Fernsehshow. Und also ich mag ihn mega. Mit allen, die nicht in der Schweiz leben, ist es wirklich immer ein bisschen eine Terminfrage, dass sie dann mal in der Schweiz sind, dass wir dann gerade können Podcast aufnehmen, dass sie auch Zeit haben, weil je nachdem sind sie nicht gerade in Zürich, wo wir den Podcast aufnehmen, dass sie dann auch noch können dort hingehen. Und das ist oft mit dem Touring-Plan ist es oft nicht so zusammenzukriegen. Aber auf jeden Fall auch ein Ziel, dass wir mit dem Nikita mal reden. So, das war's von mir. Freue mich auf weitere Podcast-Folgen.
hoffentlich eine mit Nikita Miller. Und außerdem freue ich mich auf Swiss Comedy Night, wo ich Tickets gekauft habe, kurz bevor ich den Podcast entdeckt habe. Das ist ja geil. Also, ist ja gesehen. Ich habe es geil gefunden, ich hoffe, du auch. Liebe Grüße von einer begeisterten Muzine. Und jetzt sehe ich hier in Klammern vorlesen, aber lieber ohne Namen. Yes, ich glaube, ich habe die Namen schon gesagt. Ich werde da rauspiepsen, weil ich verstand, dass du in deiner Situation vielleicht nicht willst namentlich genannt werden, wenn du schon eben so etwas, wie will ich sagen, nicht privat, aber halt so etwas eher delikat in deiner Situation erzählst. Ich würde mich trotzdem freuen über Updates und mache mir jetzt da gerade, Achtung, kleine Notiz, den Namen piepsen. So, okay. Das war es auch gesehen von der heutigen Feel Good Podcast Solo-Folge. Nächste Woche haben wir wieder mit Gast. Und zwar dann auch jemand, der schon mal gekommen ist. Mehr sage ich jetzt noch nicht. Ja. Habt's gut. Seid lieb zueinander. Und schreibt, wenn ihr etwas zu schreiben habt. Alles Liebe, bis bald. Und Peace. I'm not afraid of